inzwischen dritten Tag auf dem Joomla Day. Es soll gehen um Mikrooptimierungen im PHP. Welche Teile der Präsentation haben wir? Zuerst, was hat sich in PHP getan in den letzten paar Jahren? Vor allem in puncto Performance. Dann eine kurze Einführung oder Erklärung, wie der Interpreter bzw. Compiler funktioniert. Und danach haben wir einen Haufen Statistik und Benchmark Angelegenheiten. Zu mir. Meine Fangruppe da drüben kennt ihr schon, die hört das schon zum dritten Mal. Mein Name ist Harald Leitner, ich bin Inhaber von einer kleinen Webagentur. Mache das Ganze seit 2002, entwickelt Joomla seit Mambo. Bin Joomla Stack Exchange Moderator, bin Mitglied im Joomla Bug Squad und im Joomla Security Strike Team. Außerdem bin ich einer der Organisatoren von der Joomla User Group Wien sowie dem nächsten Joomla Day Österreich. Wenn alle kommen, die hier sind, wäre das gut. Er ist im März, 29. bis 30. März. So zu mir. Was hat sich getan in Joomla? Wie die meisten von uns wissen, war Joomla jetzt nicht unbedingt die Sprache, die für Performance berühmt war. Oder ist, je nachdem, wie man es nimmt. Joomla die Sprache, ja. Joomla ist auch nicht das Beste. Nein. Euer ist das Beste. Das Schnellste. Nein, PHP selbst. Vor allen Versionen vor 7.0 hatten konzeptionelle Probleme. Warum wurde das anders? Durch Facebook. Ich persönlich bin jetzt kein Facebook-Fan an sich. Aber sie haben im Jahre 2011 den Hip-Hop-Compiler rausgebracht, was im Prinzip ein statischer Compiler war von PHP-Dateien in ausführbare Binaries. Der hatte einige Einschränkungen, das heißt, es konnten nicht alle Funktionen von PHP als Sprache verwendet werden. ZB, Eval funktionierte nicht. Ich glaube, dynamische Variablen, Ansprachen haben nicht funktioniert. Also sie haben Sachen rausgelassen, die aus ihrer Sicht nicht gut für die Performance waren. Warum haben sie das gemacht? Und warum haben sie PHP als Sprache beschleunigen wollen? Sehr einfach. Facebook hat einen Haufen Programmierer und PHP-Programmierer sind billig. Dagegen sind Python-Programmierer, Ruby-Programmierer, schieß mich tot, sehr viel teurer vom Stundensatz her und auch sehr viel schwieriger aufzutreiben, weil es weniger sind. Und PHP ist leicht zu lernen. Im Jahr 2013 ist es so, dass Facebook draufgekommen ist, ja, der Compiler wurde nicht so ganz angenommen, außer von ihnen intern, weil sie ihre Entwickler jetzt quasi dazu gezwungen haben. Oder halt Facebook umgestellt haben auf diese Kompilierung. Aber sie haben nicht aufgehört, also ihre Optimierungsabteilung hat es aufgehört, weiterzuarbeiten. Und sie haben 2013 die HHVM2, also das ich glaube, die Hack Virtual Machine 2 oder so, herausgebracht, die im Prinzip eine Reimplementierung von der PHP Zend Engine ist, basierend, also sie haben nicht nur die Sprache herausgebracht, gleichzeitig haben sie PHP als Sprache formal beschrieben. Da muss man ihnen noch einen großen Dank eigentlich bringen, dass es dadurch wirklich eine Beschreibung der Sprache gibt, wie sie funktionieren soll, das hat es bis jetzt nicht gegeben oder bis zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben. Die HH Virtual Machine ist im Prinzip genauso wie der
PHP-Interpreter selbst, einen Script-Interpreter und läuft, kompiliert zur Laufzeit, also zur Execution Time. Wie diese rausgekommen ist, oder wie die erste Version davon rausgekommen ist, war sie nur minimal schneller als der C-Compiler von ihnen. Ein Jahr später war sie bereits schneller. Also sie haben das gleiche Ziel erreicht, was sie mit einer Kompilierung zu C an Geschwindigkeit rausgeholt haben, mit der dynamischen Möglichkeiten von einer Skriptsprache. Wir haben im Moment aktuell die Version 3.27. Die beinhaltet noch Support für PHP 5.6, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Allerdings hat Facebook angekündigt, den Support für PHP im Hip-Hop, also in der HHVM, einzustellen mit Ende des Jahres, weil sie nicht auf PHP 7, die PHP 7 Feature integrieren werden, weil ein wichtiger Teil, der mitgekommen ist mit der HHVM 2, ist Hack, was im Prinzip eine Art Dialekt von PHP ist, nur abgespeckt in Richtung wieder kein Eval, keine dynamischen Variablen, Zuweisungen oder Verwendungen und statische Typendefinierung ist da auch dabei und noch ein Haufen anderer Sachen, wo es um Performance einfach geht. Das heißt, mit Ende des Jahres, wenn auch der Support für PHP 5.6 ausläuft, wird auch die HHVM die nächste Version und kein PHP mehr unterstützen. Ich glaube, der Erfolg von HHVM war am Anfang ganz groß, weil alle CMS-Systeme haben versucht, das Ganze zu unterstützen. Aber als PHP 7 rauskam, das war dann Ende 2015, hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass wir PHP, also wir sind ja die PHP-Entwickler, PHP 7 so beschleunigt haben durch einen Umbau des Compilers, dass wir sogar teilweise schneller oder annähernd die gleiche Performance hatten wie die virtuellen Maschinen von Facebook. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die VM von Facebook weniger in den Vordergrund geraten ist, weil der Cent-Compiler, also die Cent-Engine von PHP selbst, ausreichend Performance-Steigerung hatte. Dazu kommt auch noch, dass die Einschränkungen doch in den meisten CMS-Systemen oder Systemen, die PHP verwenden, genutzt worden sind. Also Eval wird relativ nicht häufig verwendet. Und statische Typen sind auch in PHP 7 gewandert, allerdings ein bisschen anders als Facebook sie hat. Darum wandern diese Sprachen Hack und PHP auseinander. PHP 7 war nicht nur schön. Es kamen ein paar backward-compatible Issues, aber die waren relativ leicht zu beheben im Gegensatz zum Versionsupgrade von 5.2 auf 5.3. War es noch einfacher. Eigentlich gibt es keinen Grund. Jeder, der im Raum noch PHP 5.6 verwendet, könnte ihn jetzt verlassen, weil es macht keinen Sinn. Wenn wir über Performance reden, dann werden wir auch nachher in Slides sehen, wie der Performance-Anstieg gewachsen ist seit zwischen 5.6 und 7.0. Zwei Personen möchte ich hervorheben. Das eine ist der Dimitri Stogov. Warum möchte ich ihn hervorheben? Auf sein Konto gehen allein 50 Commits, die nur den Commit Message Micro Optimization haben. Also er hat sich sehr viel damit beschäftigt, wirklich nur Typenoptimierungen zu machen im C-Compiler. Dazu kommen noch unglaublich viele Commits zum Thema Specialization for Opcodes. Was Opcodes sind, erkläre ich gleich nachher. Und Nikita Popov ist auch ein PHP-Entwickler
Er hat einen wunderschönen Blog, nennt sich niki.github.io, wo er die Cent-Engine im Detail erklärt. Ziemlich cooles Material. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Es gibt dann noch Xinchen Yu oder so. Der ist auch relativ aktiv, was das anbelangt, und ist auch einer der Leader von Opt-Cache, der auch PHP relativ weit nach vorne gebracht hat, PHP 7 vor allem. Gut, nächster Punkt ist das Grundkonzept der File. Wie funktioniert eine virtuelle Maschine beim Ausführen von Code? Ich werde es nicht im Detail erklären. Das Grundkonzept ist auf jeden Fall, dass sie alle Codezeilen aufbricht in Opcodes. Opcodes sind im Endeffekt nichts anderes als Funktionen in der VM, also die werden übersetzt auf C-Funktionen. Im Falle von PHP ist es ein gigantisches Switch-Statement mit ungefähr 200 Einträgen oder so, wo jeder Operator abgebildet drin ist, jeder native PHP-Funktionsaufruf, und dort passiert eigentlich die eigentliche Magic von PHP als C-Code. Function Calls sind im Prinzip Opcodes, das heißt, ZB, um eine selbstgeschriebene Funktion aufzurufen oder eine andere Funktion, sind mindestens drei Opcodes notwendig, zum Beispiel. Die Anzahl der Opcodes ist nicht immer relevant, aber sie sagt zumindest einiges aus, ob es Optimierungsbedarf geben könnte oder auch nicht. Exception Handling steht hier, weil es nicht so einfach ist, Exception Handling oder richtige Exception auf dem Stack selber zu implementieren. Es wurde in den letzten Versionen quasi mehrere Male neu geschrieben, das Exception Handling in PHP. Und sie hoffen es jetzt ungefähr dorthin bekommen zu haben, um alle Edge Cases abzufangen. Im normalen Gebrauch merkt man es wahrscheinlich nicht, aber es gibt so viele spezielle Behandlungen, wo es darum geht, Go-To aus einem Final abzufangen oder nicht abzufangen, Returns, wann was passiert. Darum wird das gesondert behandelt, kommt auch in einen eigenen State, sobald die Exception läuft, und speichert quasi den aktuellen Stack weg und muss dann ein bisschen Voodoo machen, um diesen Stack aus einem Catch-Block bzw. Final-Block wieder herzustellen. Fast-Pass und Slow-Pass, Splits. Viele Optimierungen an Opcodes passieren genau dort. Es wurden extrem viele Optimierungen dadurch eingeführt, dass am Anfang eines Opcodes If-Abfragen eingefügt worden sind, die herausfinden sollen, ob es einen schnelleren Weg gibt, diese Operation zu beenden. Dadurch wurde PHP auch erheblich schneller. Immer wieder, wie vor allem zwischen 7.0, 7.1, 7.2, sind es vor allem diese Optimierungen, die es schneller gemacht haben. Was wir noch haben in PHP, wir haben zwei Arten von Referenzen. Wir haben Variablen mit Referenzcountern, und wir haben echte Referenzen, die quasi funktionieren wie Pointer in anderen Programmiersprachen. Das Variablensystem von PHP funktioniert mit Copy on Write. Das heißt, jede Variable ist eigentlich eine Referenz auf einen Speicherbereich. Und sobald eine Variable zu einer anderen Variable, also $A ist gleich $B, heißt das nicht, dass sie kopiert wird, sondern es wird nur eine Referenz bestellt und sobald erstellt. Und der Referenzcounter hochgezählt, und sobald der Variable A
ein anderer Wert zugewiesen wird, wird diese kopiert, also ein Copy-on-Write in einem neuen Speicherbereich geschrieben und die Referenz zum Original heruntergezählt. Was hat das für einen Vorteil? Wir kopieren nicht unnötig Speicher herum. Wir haben keinen Vorteil, in PHP Referenzen zu verwenden, also echte Referenzen mit und ist gleich, weil es eher innerhalb der Cent Engine sogar einen negativen Performance Impact haben kann. Opcodes selber, es gibt die Möglichkeit in PHP zu zeigen, welche Opcodes ausgeführt werden für einen Teil des Skriptes. Es gibt ein schönes Online-Tool dafür, so eine Art, ich rede es lang, 3v4l.org, daher habe ich jetzt auch meine Opcodes. Dort kann man PHP-Code ausführen auf allen möglichen PHP-Versionen. Die machen Benchmarks, zeigen, also Benchmarks nicht, sie zeigen den Output, ob es Unterschiede gibt. Das heißt, wenn man ein kleines Skript hat und man will wissen, auf welcher PHP-Version das läuft, so wie man schreibt, dann führt man das dort aus und kriegt sofort ein Ergebnis über, keine Ahnung, wie viele hundert PHP-Versionen die gleichzeitig ausführen. Ja. Ja. Soviel zur Theorie. Jetzt wird es noch spannender. Die Beispiele, konkrete Beispiele. Echo.comma.org. Wie geht sie eine Variable aus? Oder mehrere Variablen. Also ihr habt Variable A, B, C. Wie würde sie dir ausgehen? Mit Punkten getrennt oder mehrere Echo-Statements oder ganz anders? Okay. Okay. Genau. Also, ich habe ein Code-Beispiel, das funktioniert so, wir haben drei Variablen, also wir werden diese Art von Ansicht öfter jetzt sehen. Wir haben drei Variablen-Zuweisungen, wir haben ein Echo mit Beistrich, falls jemand nicht weiß, dass das funktioniert, man kann Echo, Variable, Beistrich, so wie hier geschrieben, schreiben. Bedeutet am Ende nichts anderes, dass Echo dreimal ausgeführt wird hintereinander, im Endeffekt. Hier haben wir dann auch die Opcodes. Wir haben dreimal das Assign für die Variablenzuweisungen und wir haben drei Echo-Ausgaben, Echo 1, 2 und 3 und Return gehört zum Include von dieser PHP-Datei selber. Bedeutet, wir haben hier 7 Opcodes. Das ist noch nicht zu viel, aber da ist eine andere Möglichkeit. Wir haben hier wieder unsere drei Variablen. Wir machen ein Concat mit Punkten dazwischen und haben unsere drei Assigns plus zweimal Concat und nur ein Echo-Statement sind wieder 7 Outcodes. Die dritte Möglichkeit, wir machen es mit Rope, also Variablenzuweisungen, schreiben die Variablen einfach aneinander in einer Double Quotes für Inline-Ding. Was passiert hier? Wir haben unsere drei Assigns. Wir haben ein Init-Row für die erste Variable, wir haben ein Add-Row für die zweite Variable und ein End-Row für die dritte Variable. Hätten wir mehr, würden da auch mehr Row-Adds drinstehen und wir haben ein Echo-Statement. So, jetzt dürft ihr raten, was ist schneller? Was ist die schnellste Funktion davon? Kurz, es ist ein bisschen philosophisch das Ganze auch, weil die Slides, die Statistiken, die 10 wert sind, 1 Million Durchläufe auf, mit 10 Durchläufen, 1 Million davon das Mittel.
Also, wie gesagt, das sind Mikrooptimierungen, die vielleicht in Realität schwierig zu glauben sind oder ob sie wirklich Einfluss haben. Bei High Traffic Sites schaut das vielleicht anders aus. Oder schaut das anders aus. Wenn es darum geht, einen Server mehr zu haben oder weniger und man sich Komplexität damit ersparen kann, ist das nicht uninteressant. Aber nochmal die Frage, welche Version ist die langsamste oder die schnellste? Was glaubst du? Wer ist für die Beistriche? Ich würde sagen, die erste ist die langsamste, weil ich halt echt auch gut habe. Okay. Und die letzte ist wahrscheinlich die schnellste, weil die Vorfunktion wahrscheinlich eine Spezialität ist. Dann würde ich jetzt mal so tippen. Ja. Nicht so falsch. Wir haben hier, ich habe es mit 5PHP-Version getestet. Gestern kam die RC5 raus von 7.3. Ich habe die Slides vorgestern erstellt. Egal. Wir sehen, für die 1 Million Durchläufe braucht die Echo-Funktion 3 Sekunden. Und Comcat und OnRope sind ziemlich ähnlich, wobei Rope ein bisschen schneller ist. Soweit so spannend oder vorhersehbar. Ist vertauscht. Punkt und Komma ist vertauscht. Ist mir leider zu spät auch schon. Nein, das Komma ist das langsamste. Ja, die Beschreibung ist falsch. Tut mir leid. Wie schaut das in der Form aus? Wir haben jetzt drei Strings, die jeweils 100 Kilobyte haben. Hier sehen wir, wie ein Funktionsaufruf funktioniert. Wir haben einen Init-Call zu der Function. Wir übergeben zwei Parameter. Wir machen den Aufruf selber und wir machen Assign auf die Variable $3 von dem, was zurückkommt von der Funktion. Was ist jetzt das Schnellste? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Also ich bin eigentlich in der Komma, Punkt und Wo, aber mit ja. Variablen zum Beispiel. Genau, mit mehr Daten in Variablen drin. Meinung? Schätzung? Das konkret dürfte langsam mal was zusammen, was wir müssen. Okay. Es ist ein dramatischer Unterschied. Echo kostet uns keinen Speicher. Echo kopiert nicht, Echo gibt nur aus. Wurf ist wieder ein bisschen schneller, aber am Ende musst du auch alle Variablen zusammen kopieren und Punkt ist natürlich sehr viel langsamer. Sehr viel mehr Unterschied gab es noch in PHP 5.6. Drum das noch als Referenz dabei. Also, wenn man sich das überlegt, was bedeutet das für Template-Entwicklung oder Template-Systeme? Die glauben, es ist eine gute Idee, eine Template Engine in PHP zu programmieren, obwohl PHP selber eine Template Engine ist. Nicht unbedingt effizient mit mehreren Kilobyte an Daten haben zu kopieren innerhalb von PHP. Das ist meine persönliche Meinung. Nächstes Beispiel ist Time und Microtime. Unser Beispiel besteht hier wieder aus einmal Time und einmal Microtime True. Der Parameter True gibt Microtime als Float zurück. Hier im Prinzip steht nur wieder ein Funktionscall, einmal ohne und einmal mit Parameterübergabe und der Zuweisung. Was ist die Alternative dazu? Wir haben zum Beispiel im Joomla Core in der Index.php stehen, ziemlich weit oben, eine Abfrage auf die Microseconds, glaube ich, hoffe ich zumindest, auf die Microtime. Was könnte man stattdessen alternativ verwenden?
PHP ist so freundlich und setzt die Zeit in der Servervariable, also in der Superglobal Servervariable. Diese Zeit ist natürlich nur verfügbar zu dem Zeitpunkt, wo, also nicht nur verfügbar, sondern wird gesetzt, wenn das PHP-Skript gestartet wird. Das heißt, die ändert sich auch nicht. Das heißt, sie ist für manche Sachen sehr unnötig, aber für einige Sachen wie Protokollierung oder dergleichen gar nicht so schlecht. Und in dem Fall von Joomla wäre es eigentlich für Profiling gedacht, weil wir wollen zu dem Zeitpunkt wissen, wann hat das PHP-Skript gestartet. Hier wird verglichen jetzt Time mit der Request-Variable und Micro-Time-Call mit der Server-Variable. Bei den Benchmarks ist zu meiner Überraschung rausgekommen, dass es schneller ist, Time aufzurufen, als die Server-Variable, also die Superglobal-Variable abzufangen. Ich vermute mal, also es ist sehr schwer zu sagen, ob das immer so ist oder basierend auf der glibc-Funktion, die drunter liegt, oder die Version, oder einfach blöder Zufall. Der Grund ist wahrscheinlich, wir haben eine Basiskosten für den Aufruf der Funktionsaufrufe. Und wir haben Basiskosten für das Aufrufen einer Superglobal-Variable. Also Fetch R und Fetch Dim R und Assign kostet im Prinzip immer gleich viel. Deswegen kostet auch hier auch das Abrufen der aktuellen Zeit und der Microzeit eigentlich gleich viel. Nur Time ist schneller, weil er wahrscheinlich die direkt aus dem Speicher liest und Microtime muss er den Kernel fragen, wie spät es jetzt ist. Meine Vermutung, ich habe es nicht genau analysiert. Das heißt, wer Microtime braucht, kann die Server-Variable verwenden und spart eigentlich sehr viel Zeit. Sehr viel, sehr relativ. Konstanten und Variablen. Konstanten sollten vermieden werden. Aus ein paar Gründen. Wir haben im PHP zwei Möglichkeiten, zu Konstanten zu definieren. Einmal über define und einmal über das Sprachkonstrukt const. Hier haben wir auch den Unterschied. Das ist ein Function Call, define. Und Konstant ist ein Sprachkonstrukt, das heißt, wir haben erheblich weniger Overhead. Wir haben allerdings auch zwei Nachteile bzw. Vorteile. Const ist schneller, da es zur Compile-Time passiert. So. Define basiert zur Laufzeit und kann daher auch Konstanten setzen, die auf anderen Arithmetikfunktionen passieren, beziehungsweise Const kann auch statische Ausdrücke ausführen, aber nicht mit Variablen arbeiten. Das kann Define schon. Ich sag's mal so, nachdem Konstanten in der Skriptlaufzeit genau einmal definiert werden, ist es relativ wurscht. Vermute ich jetzt mal, aber man sollte wahrscheinlich Const einsetzen eher als Define, wenn technisch möglich. Wir haben noch eine andere Möglichkeit, Konstanten zu definieren. Und zwar innerhalb von Klassen. Auch hier wieder passiert das zur zur Compile-Time. Und wir haben eigentlich keine Operations, die ausgeführt werden müssen zur Laufzeit. Das heißt, durch den Opcache kostet uns diese Konstante nichts. Bei Define wäre es anders. Die dritte Möglichkeit, Variablen oder Variablen Namespace für Arme zu definieren, ist einfach eine statische
Variable und mit der über die Static-Funktion oder Static-Operator auf die Klasse zuzugreifen und dort die Variable aus dem globalen Namespace zu holen und die letzte Möglichkeit, sie in Globals zu definieren und über das Global Super-Array zuzugreifen. Jetzt wieder die spannende Frage. Was ist der schnellste Weg, um auf eine Variable zuzugreifen? Tobias, du weißt es. Ausgezeichnet. dynamisch definierte Variablen schauen aus, als wären sie langsamer. Ein bisschen. Klassenvariablen sind schneller als Defined-Variablen. Und das Langsamste ist, klarerweise, der Aufruf über Superglobals. Also über die Globals, über das Globals Array. Warum das so ist, haben wir eigentlich schon vorhin in einer Folie gesehen, weil der Zugriff auf die auf Supervariablen extrem teuer ist. Es kostet lang, also es kostet viel Zeit. Also wir lernen daraus, nicht auf super globale Variablen zuzugreifen und Comps zu verwenden. Wieder auch hier 1 Million Durchläufe. Große Applikationen, für die ist es vielleicht ein bisschen relevant, wenn es um die Optimierung im Millisekundenbereich geht am Ende. Nächster Punkt sind Objekte und Arrays. Wir haben eine wunderschöne Unart in Joomla, Objekte als Datenspeicher zu verwenden. Die beste Methode dafür ist LoadObjectList. Aus Datenbanken Daten zu holen und die über Objekte abzufragen. Wie man daraus schon hören kann, sind Objekte teurer als Arrays. Wenn wir das uns im Vergleich anschauen, wir erstellen ein neues Object, weisen dem eine Variable zu, haben unsere Bauchcodes, weil wir eine Klasse erstellen müssen, ein neues Objekt erstellen müssen, dann ein Sign auf dieses Objekt und damit wir das haben. Ausschauen tut das bei einem Array sehr viel simpler. Wir erstellen das Array mit den Variablen gleich von Anfang an und haben dadurch genau einen Opcode. Damit es nicht ganz unfair ist, speichern wir mehr Variablen in einem Object. Genau das gleiche in einem Array und in einem Object. Und so schaut der Benchmark dazu aus. Arrays sind, wenn man so nimmt, 800 mal schneller bei einer Variable und noch immer um die Hälfte schneller als bei Objekten bei 10 Variablen. Darum stellt sich die Frage, warum verwendet Joomla auch Objekte für Datenspeicher? Ist Geschichte, glaube ich. Ich verwende es trotzdem gern, aber sieht schön aus, machen aber performance-technisch an schlechten Fuß. Ja, bei mehreren Variablen relativiert sich das Ganze wieder. Allerdings, wenn man sich anschaut, dass wir eine Load-Object-List machen, wo wir vielleicht mehrere hundert Zeilen aus der Datenbank laden mit mehreren 30 Objekten, Variablen, dann wäre aber schon der bessere Weg. Eine der schönsten Sachen ist der Add-Operator. Da hat es sich extrem relativiert. Ja, die Objekte holen da auf, weil das Erstellen eines Objektes also verdammt teuer ist. Aber ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es schneller als Arrays wird. Aber ich werde es probieren. Ähm,
gibt eigentlich keinen Grund, weil du ein Objekt nicht in deinem lokalen Space hast und er auf das Objekt, auf die Objektvariablen zugreifen muss und dazu erst das Objekt ansprechen muss. Habe ich jetzt aber auch nicht getestet, ehrlich gesagt. Wenn auch noch ein Funktionsbegriff wie eine Magic Function Get drinnen ist, dann wird es überhaupt unglaublich teuer. Add-Operator. Was ist der Add-Operator? Er unterdrückt das Error-Handling oder die Error-Ausgabe, Fehlerausgabe von PHP. Wie man sieht, ist es eine unglaublich schlechte Idee. Wir haben hier zwei extra Opcodes nur dafür, um bei der Zuweisung dieser Variable das Error-Handling umzuschalten von gib vielleicht was aus zu gib nichts aus. Da der Vergleich dazu. Ohne dem, wie wirkt sich das auf die Performance aus? Eher negativ. Und zwar eigentlich dramatisch negativ. Dazu gibt es ein wunderschönes Code von in PHP. Mit gekonnten 5 Add-Operatoren vor jeder Variable. Finde ich wunderschön. Könnte man wohl rausoptimieren. Einige davon. Aber wenn Sie drin sind, haben Sie doch wahrscheinlich einen Grund gehabt dafür, das zu nutzen, nämlich? Unwissenheit. Also man kann es reduzieren auf 1. Um die gleiche Funktion zu erreichen, indem du ein If-Statement drumherum baust. Das Problem ist hier, wird 5-mal das Error-Handling ausgeschalten, eingeschalten und das ist eigentlich eine Operation auf Init-Set und die ist nicht die schnellste, weil die verändert den globalen Space, von wie PHP abläuft. If ist auch eine schöne Bereich, wo man praktische Optimierungen vor allem auch durchführen kann. Wenn wir drei Variablen haben, die uns sagen, es ist true bzw. false mit einem Function Calls und zweimal Variablen, die true false sind, mit einer Negativabfrage, haben wir einen Haufen Opcodes, die halt schauen, was die Variable ist. Es muss ein Function Call gemacht werden. Und der Bool, also die False, wird negiert, also not cool, ist auch ein eigener Opcode. Und hat aber in dem Zusammenhang die Reihenfolge keine Auswirkungen, wenn wir wissen, dass es wahrscheinlich ist, dass es true ist, was bei allen Variablen zurückkommt. Also kann man vernachlässigen. Wenn wir die Reihenfolge ändern. Also, so schaut es aus, wenn die Funktion false zurückgibt, dann sehen wir eigentlich schon, dass hier es langsam ist, weil wir die Funktion als letztes aufrufen, die Nein sagt. In den anderen Fällen sagt die Funktion vorher schon Nein, das heißt, der komplette Funktionsaufruf wird abgebrochen, da PHP von links nach rechts interpretiert. Das heißt, es schaut zuerst, was ist in der ersten Variable, was in der zweiten, was in der dritten rauskommt. Der Opcode, der Optimierer hilft uns da schon ziemlich sehr, was er tut. Ich will schneller vorgehen. Wie schaut das Ganze aus, wenn diese Funktion auch wirklich was macht? Also in dem Fall greift das auf die Globals-Variable zu, negiert diese und gibt True zurück, damit umgehe ich den Optimierer.
weil das kann man nicht wegoptimieren. Da schaut schon wieder ganz anders aus, oder bestätigt das eigentlich im Prinzip. Im Violetten sieht man, dass zuerst die False-Funktion aufgerufen wird und danach das If-Statement abgebrochen wird. Und beim anderen kommt das False erst irgendwann mittendrin. ZB bei der hier haben wir zuerst den True-Test und dann den False-Test. Und hier kommt noch vor dem die langsamste Funktion, die letzte ist die langsamste, weil da kommt das False Statement am Schluss, das heißt alle anderen Überprüfungen werden vorher durchgeführt, weil er hat. Fun Fact nebenbei, wenn man statt dem Globals Array die Variable lokal in lokalen Namespace holt mit Global $ false, dann ist es um 10% schneller. So. Und hier sehen wir das Ganze, wenn es keine Unverknüpfungen sind, sondern Or-Verknüpfungen. Das heißt, sobald die erste, wenn wir darauf prüfen, ob etwas true ist, sollten wir darauf achten, dass auch die Variable, was am wahrscheinlichsten true ist bei Or-Verknüpfungen, ganz links steht. Weil damit werden alle anderen Funktionen oder Variablen nicht mehr überprüft. Hier sieht man, das Grüne ist ungleich false, also true, und damit wird Test true und Test false, was Funktionsaufrufe sind, nicht mehr ausgeführt. Jo, damit sind wir eigentlich schon in der zweiminütigen Fragerunde. Wenn es welche gibt, oder? Es sind alle erledigt. Es gibt die Webseite. Wie ist denn V3L4 glaube ich? Nein, ich weiß nie, wie die Reihenfolge ist. Habe ich erstmal aufgeschrieben, nicht so? Genau, diese Webseite, die ich vorher erwähnt habe, kann PHP-Code ausgeführt werden. Wenn wir jetzt haben, hier $var ist gleich Test und wir sagen eval, dann führt das in den einzelnen Versionen aus. Wir haben hier keinen Output, den würde uns ausgeben, er würde auch zusammenfassen, wo die Unterschiede sind. Wir haben hier die Performance-Analyse, aber auf die will ich jetzt, da es einen Webdienst gibt und man nie weiß, wie dessen Auslastung wirklich ist, nicht sehr viel darauf vertrauen. Und ein weiterer Tab ist hier, dass er die Hauptcodes generiert und ausgibt. PHP selber kann das auch. In der Konsole, wenn man einen Parameter an den Opcache übergibt, es gibt dazu, also auswendig weiß ich nicht, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber ab PHP 7.1 funktioniert das und für 7.0 und kleiner gibt es eigene VLD-Extension, die das auch tut. Aber nur in der Command-Zeile? Ja, nur in der Command-Zeile. Also im Web macht es wenig Sinn. Gut. Wenn jetzt alle überfordert sind, ausgezeichnet. Schön, dass du da warst. Selbstverständlich. Kann ich gleich machen. Finden. Eine Frage. Ja. Wenn du das beurteilen müsstest, jetzt überhaupt so PHP-basierte CMS-Systeme, ja. Wie relevant würdest du das einstufen? Also jetzt im normalen Anwenderfall. Das ist natürlich so extrem für der Hasten, Teil für Rückseiten, klar, da würde es für mich was relevant. Ist es für den Anwender, für den Entwickler wirklich relevant, oder ist es eher für den Hoster relevant?
Für Hoster ist es natürlich relevant, aber auch natürlich für den Anwender. Da ich nur mit Joomla arbeite, bin ich froh, wenn meine Seite in unter 100 Millisekunden rendert, also 80, 60 vielleicht. Ich habe aber einen Kollegen bei einer anderen Firma, der hat sein eigenes CMS, dem seine Seiten werden unter Umständen in unter einer Millisekunde gerendert, in PHP mit einem kompletten CMS dahinter. Das ist eine Anzeige. Ja. Und der ist sehr versessen auf solche Dinge, darum hat er den Tag gemacht. Und der benchmarkt das halt auch dementsprechend aus. Aber der hat auch den Vorteil, im Gegensatz zu wie zu Joomla, wenn irgendeine Optimierung rauskommt im PHP, dreht er halt auch seine komplette Codebase um auf das für die aktuellste PHP-Version im Endeffekt. Okay. Innerhalb einer Firma sicher, aber im Open Source wird es schwierig, weil wir schaffen es ja nicht einmal, Webseitenbetreiber davon zu überzeugen, PHP 5.3 nicht mehr zu verwenden. Okay, danke. Entschuldige. Achso, scheiße. Mach ich gleich.